Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen hier zu einer weiteren Motorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier diesen Magirus Deutz 232 euch heute hier vorstellen. Kostet hier 50.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir hier bei 2.250 Euro inklusive. Ja, der Mod ist hier leider nicht logfehlerfrei. Ich zeige euch mal gleich hier mal einen kleinen Ausschnitt hier mal aus der Log, weil das wiederholt sich ja immer wieder. Wir müssen mal sehen, wie oft man sich den anschaut und die Konfiguration hier durcharbeitet. Ja, ich hoffe, vielleicht schaut sich hier der Modder mal dann das Video an. Ich finde es ganz cool gemacht und noch eines dazu. Er ist hier nicht für die Konsolen verfügbar und ich weiß nicht, ob der kommen wird. Ja, toll wäre es natürlich, weil es ja ein abgefahrener Mod ist, gut gemacht. Soweit das ja ein paar Kleinigkeiten gehörten hier korrigiert. Ja, das ist ja fast bei jedem Mod so. Es gibt selten Mods, wo man sagt, ja, der ist echt der Hammer. Also, wir starten mal durch hier natürlich mit den ganzen Daten. Wir haben hier 248 PS, entsprechend hier 182 kW, 200 Liter Tank, 80 km/h auf der Straße. Wir haben hier 13 Kubik Ladevolumen und ja, 6,8 Tonnen Eigengewicht. Wir können jetzt hier die Variante des Ladevolumens ändern und natürlich von der Optik her. Da haben wir hier noch einen Aufbau, da haben wir 26 Kubik. Dann haben wir hier eine Britsche, wo wir mit einer Steuerung hier die Bordwände runterklappen können. Mit Spanngurte natürlich zu beladen und entladen, natürlich mit einem Gabelstapler oder Frontlader. Dann haben wir hier also die Variante 4, da haben wir 15 Kubik. Dann gibt es hier 13 Kubik, das sieht dann so her aus, finde ich ganz coole Sache das Ganze. Ja, wenn man hier auf der Richtung, ja, in der Karte spielt, wo man noch andere Sachen hier machen kann. Dann haben wir hier 15 Kubik, dann 20 Kubik, dann für Häckselgut haben wir 25 Kubik. Dann haben wir noch hier den Sattel, das Ganze. Ja, und dann geht es natürlich wieder von vorne los. Lassen wir mal einfach mal den Sattel mal da, sieht cool aus. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier Reifen, da haben wir jetzt hier als so Art Offroad-Reifen. Dann haben wir vorne hier Straßenreifen mit hinten, so Art wie Offroad, wenn man sich das anschaut, weil sich nur der Vorderreifen hier ändert. Dann gibt es hier die Variante 1 wieder. Und dann kann man hier uns noch so Schnorchel hinzufügen, also Luftansaug. Ja, das gehen wir nochmal her, dass wir hier das Ganze nochmal sehen. Hauptfarbe hier, gibt es hier verschiedene Arten von Ralfarben. Ralfarben, wer es nicht weiß, das sind so her die für die Nutzfahrzeuge, das ist die günstigere Variante. Ja, um wenn man sich was lackieren natürlich lässt, man kann hier natürlich die Fahrgestellfarbe hier auch hier ändern. Das finde ich auch ganz tolle Sache, das Ganze ändern tut sich, wie wir sehen, hier auch hier die Narben. Und die Felgen hier natürlich auch. Ja, das war jetzt schon mal hier ein Shop. Wie wir hier sehen, leider keine Kennzeichenwahl so zur Verfügung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der Mod vielleicht hier aus dem 15er oder sogar aus dem 17er ist. Älter, glaube ich, scheint dann nicht zu sein, weil ich habe mich nicht so in Erinnerung, dass ich den schon mal vorgesehen hätte. Ja. Also, da habe ich das gute Stück, das ist hier mit Simple IC nutzbar, wie wir hier sehen. Wir können hier einige Sachen hier machen. Schauen wir uns dann auch gleich mal an. Das Ganze hier, wie wir sehen, die Achse hier voll flexibel. Cool ist das Ganze hier auf der Richtung, weil wir können hier einiges hier machen. Und es ist, ja, wir nehmen einfach jetzt mal den hier. Machen wir hier die Tür auf. Hier die Haube. Dann hier. Mal schauen, ob das geht. Ja, es geht. Bei manchen Mods geht es nicht, weil das irgendwie mit der Kollision zu tun hat. So. Jetzt. Ah, sehen wir hier. Also, das ist soweit das animiert. Und wie wir hier sehen, also die Kühlung für die Luft hier funktioniert auch. Dann sehen wir hier Kardanwelle. Hier ist hier alles animiert. Machen wir hier uns einen Attacher-Test. Also, ich habe ihn schon mal vorher durchgeführt. Also, kontrolliert, also funktioniert da los das Ganze. Schade ist halt, dass die Lok nicht lokfehlerfrei ist. Lichter müssen wir uns noch anschauen, das habe ich noch nicht gemacht. Aber
Ist ja nicht schlimm, wir haben das Ganze natürlich. Ach, Mai, sollte ich mal Zielwasser trinken? Ich bin noch so kaputt von der Arbeit von gestern. So, sind wir jetzt hier, Attacher hier, tadellos, dynamische Schläuche hat er auch. So, schauen wir vorne noch schnell hin. So, sind wir hier. Das passt. Der hintere Attacher-Punkt passt hier für diesen Hängertyp nicht, weil wir haben hier ja kein, wie soll ich sagen, Hitchmark-Haken, sondern so von Art Militär. So ein Zug mal oben. Oh, ihr Zugmaul, es ist ja nicht, es ist ja hier der Haken selber, der hat irgendwie einen eigenen Namen. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich habe das mal so in einem Video gesehen, wo eine Frau sich da so ein Militärfahrzeug gekauft hat. Und hat sie die zum Austauschen diesen dran, wenn sie irgendwo ist, wo sie hier bei uns den nicht haben, sondern mehr im Ostblock am Weg sind. Dass sie da geholfen wird, weil sie hat die komplett umgebaut und bauen lassen, dass sie darin wohnen kann. So, jetzt kommen wir jetzt noch hier zu dem Punkt, das Gin sitzt hier, also zwar gut, aber Problem ist, Lenksäule ein bisschen sehr tief. Her, es sollte halt das Gin halt ändern. Müssen wir schauen, dass man anpassen kann oder, tja, ihr wisst, was ich meine. Ist ein bisschen blöd gelaufen, das Ganze. So, jetzt gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Irgendwas ist so durch. Komisch. Was ist denn das? Okay. Sieht ihr das ab? Und es kommt so rum, irgendwas Komisches rauf. Keine Ahnung, was das ist. So. Wir können mit Simple IZ, also Fenster und also nicht öffnen, weil das hier nicht möglich ist, jedenfalls. Aber wir können hier die Spiegel, also wenn wir hier sehen, wir können jetzt hier umschalten. Schalten wir das aus. Und hier die Pfeiltaste sollte man hier, ja, geht auch, wenn wir sehen, hier den Spiegel hier einstellen können. Wir können den noch nur nach innen drehen. Schauen wir mal, wie wir sehen, den hier auch. So. Der ist aber leider hier, kann man das jetzt ganz gut machen. Tja, das ist eben ein bisschen blöde. Wie wir sehen, da wird der irgendwie ein bisschen besser ausgerichtet, so her. So, das war das hier. Dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier in denen sind, müssen wir den Motor einschalten. So, und mit Umschalten links können wir hier die Bordwände rauf und runter klappen. Hier mal sehen. Man hört es, finde ich, auch mit, also es, wenn man schon so viele Sachen hier hat, natürlich, dass mit Simple IZ alles hier steuern kann, natürlich. Oder Beispiel Interface Control wäre auch nicht schlecht. Ja, wie wir sehen, haben wir hier einiges hier. Also Spanngurte. Wir haben hier genug hier eine Anzahl. Das ist blöd, dass man den jetzt hier umklappen kann oder demontieren kann. So, als nächstes haben wir hier uns einen LKW. Den können wir, wie ich gesehen habe, also drei Seiten abkippen, den hier. Den werden wir auch gleich hier testen. So, fahren wir erstmal hier rüber. So, dann fahren wir jetzt mal hier rüber und schauen uns das Ganze mit dem Abladen natürlich an, auf unsere Abladestelle. Jedenfalls, ich finde, der Mod ist ganz cool gemacht. Goethe, wie gesagt, schon ein bisschen was noch dran gemacht. Also, Linker, irgendwas hat der Probleme. Mal sehen, ab und zu mal kommt irgendwas hier durch. Schon wieder. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir hier natürlich hin und schauen wir gleich, natürlich, er lädt jetzt hier.
hinten ab. So, machen wir das Ganze mal. Füllplane, sowas für Partikelsystem hätten wir verlängern natürlich können. Wie wir sehen, er lädt langsam ab. So, er drückt aber schön nach oben. So, einsteigen. Schauen, dass er wieder hier zuvor das nicht erschienen. Das ist immer so das Problem in LS natürlich. Silos näher. Wir haben hier das hier. Jetzt wählen wir hier natürlich. Also haben wir die linke Seite gewählt. Machen wir gleich mal. Das sieht so aus. Finde ich ganz gut. Warum wir jetzt nicht komplett bis leer wird hier machen. Er lädt hier langsam aus. Jetzt gehen wir gleich dann hier auf die andere Seite natürlich. Auf die rechte. Sieht so aus. Ja, das hätte man ein bisschen verlängern müssen, können, tun. Finde ich ganz cool, dass es oben weniger wird. So. Horn. Warnblinke. Funktioniert sogar der Knopf, wie wir hier sehen. Dafür. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle unser kleinen Speed-Test. Spiegel, wie wir sehen, hier sind ja mit Funktion. Aber wie gesagt, ein bisschen den Einstellungen baut. Ja, fährt schnell hier. So würde ich sagen, es kommt mir schnell vor. Beschleunigung ist ja Wahnsinn. 80 km/h machen wir. Bremslicht. Jetzt gehen wir hier gleich in die Nachtschicht rein und schauen, dass das Video nicht allzu lang wird. So, das sollte man mal fahren, was ein bisschen dunkler ist. Also jetzt hier unser Blinker natürlich. Reflektion. Naja, sehe jetzt hier keine. Am Boden. Wir haben hier oben eine, aber man sollte das so machen, dass schon Reflektion am Boden auch zu sehen ist, weil in Real Life ist das hier natürlich auch so. Warnblinken. Schauen wir mal, wenn wir sehen, wie er funktioniert. Einmal F schalten. Ja, jetzt sehen wir hier, ein Lichtkegel fehlt. Das könnte auch mit dem Lokfehler sein. Jetzt beim zweiten Mal F, hier kommt der Lichtkegel. Wir haben hier links und rechts hier oben Lampe, das sollte auch, glaube ich, was sein. Dritte Mal F, vierte Mal. Numbit 5, ja. Numbit 6. Das finde ich schon ganz cool. Gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Einmal F, zweimal, dreimal, viermal. Jetzt können wir noch mal ganz kurz mal schauen. Welche war das jetzt? Das war hier die Taste. Nein, war es nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Nein, das war es jetzt auch nicht. Ich hatte hier irgendwo eine Tastenkombination. So. So, schauen wir mal. Vielleicht findet man ja irgendwie hier diesen Ding, was immer ab und zu mal da hochblockt. Aber ich sehe jetzt hier, wenn man sich sowas anschaut, mal nix, aber schauen wir mal, so ein bisschen die Zeit noch, wo drin ist am Tag haben. Weil was könnte es sein, was hier ab und zu mal hier hochkommt natürlich. Jetzt ist mal ungefähr das Modell natürlich, wie das von also den 3D-Programm hier modelliert worden ist und die Textur dann drüber gezogen ist. Aber ich sehe jetzt hier nicht, was es sein soll. Was hier ab und zu mal durch die Armatur so komisch hochkommt. Das kann Textur sein oder was. Ich weiß es jetzt leider nicht. Aber ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.